Namaste ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal Think India. Heute in der Think India Küche werden wir das beliebtes Naanbrot mit Bärlauch zubereiten. Bärlauch haben wir nur von März bis Mai im Saison und kann man mittlerweile in fast jedem Supermarkt kaufen oder ihn am Wegesrand beim Spazieren einsammeln. Also nicht nur die klassischen Rezepte wie Bärlauchpesto, Bärlauchsuppe, aber auch in der indischen Küche ist Bärlauch vielseitig einsetzbar. Also lasst uns heute Bärlauch nahe zubereiten. Die genauen Mengenangaben und Zutaten findet ihr auch in der Videobeschreibung. Los geht's! Zuerst Bärlauch gut waschen, mit kochendem Wasser bedecken und ein paar Mal wenden, bis es zusammengefallen ist. So, dieses kurz beiseite stellen. Und jetzt werden wir den Teig für das Naanbrot zubereiten. Zuerst in einer Schüssel Joghurt, Öl, Milch, Natron zugeben und gut mischen. Durch eine chemische Reaktion des Natrons im Joghurt bildet sich Kohlendioxid im Teig und lockert den Teig auf. So, jetzt Bärlauch abgießen, dann in kaltem Wasser abkühlen. Überschüssiges Wasser wie möglich auspressen und klein hacken. Jetzt für den Teig Puderzucker, Salz und Backpulver, gehackte Bärlauch zugeben und gut vermischen. Ein Esslöffel davon beiseite stellen. Jetzt die Joghurtmischung nach und nach zugeben und durchkneten. Den Teig ca. 6 bis 7 Minuten gut durchkneten, bis der Teig glatt und geschmeidig ist. Mit etwas Öl bestreichen. Den Teig zudecken und eine Stunde gehen lassen. So, jetzt ein Esslöffel Butter schmelzen, füge den restlichen Bärlauch und eine Prise Salz hinzu. Und dieses kurz beiseite stellen. So, nach einer Stunde den Teig erneut durchkneten und in gleich große Kügel teilen. So, eine Kügel davon nehmen und den Rest mit einem Tuch abdecken. So, die Kügel mit etwas Mehl dünn ausrollen, entweder tropfenförmig oder rund. Etwas Schwarzkümmelsamen verteilen und ausrollen. Zum Backen eine Pfanne erhitzen und die untere Seite von Naanbrot mit etwas Wasser bestreichen und legt das Fladen auf heiße Pfanne. Auf einer Seite braten, bis es Blasen wirft und wenden und kurz abdecken und braten wieder, bis goldbraun Flecken aussehen. Anschließend mit Bärlauchbutter bestreichen und heiß servieren. Genauso mit allen Kügeln weiter verarbeiten. Und ihr könnt auch Naanbrot in den Backofen zubereiten. Ganz einfach die Fladen ausrollen und auf eine Backblech legen und auf mittlerer Schiene 4 bis 5 Minuten backen. Ganz genau, die fertigen Naanbrote mit Butter bestreichen und Bärlauch-Naanbrot ist servierbereit. Ich habe diese Naanbrote mit Karai-Paneer serviert. Ihr könnt auch Butter Chicken, Paneer Butter Masala oder Dal Makhni oder mit eurem Lieblingscurry servieren. So, ich hoffe, euch dieses Rezept gefallen hat. Wenn ja, bitte liken, teilen und bitte abonniert meinen Kanal. Also, probiert doch mal aus und lasst mich unten in den Kommentaren wissen, wie euer Bärlauchnaan geschmeckt hat. Vielen lieben Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Namaste!